Die LVMH-Aktie zählt zu den beliebtesten Qualitätsaktien auf den Kaufzettel unserer über 125.000 Mitglieder. Allerdings hat die Aktie seit dem Allzeithoch um gut 30% verloren. Jetzt ist natürlich die Frage, nachkaufen bzw. ist es eine Chance für den ersten Kauf ins Depot oder gibt es vielleicht eine noch bessere Aktie im Luxussegment? Die Antwort erfährst du hier und ich skippe dir mal voraus. Ich glaube momentan, dass Moncler interessanter ist bzw. mehr Potenzial hat als LVMH. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es ums Investieren in Qualitätsaktien. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Und an der Stelle immer noch ganz wichtig, meine persönliche Meinung ist das, aber keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Ich habe jetzt gesagt gehabt, dass LVMH zu den beliebtesten Aktien unserer Mitglieder zählt und ich kann es auch hier zeigen, und zwar bei kaufenswerte Aktien hier. Da haben wir die, oder da werten wir die Kauflimits aus unserer Mitglieder. Und wenn du jetzt hier sortierst nach Kauflimit, dann siehst du hier 1085 Kauflimits hat die LVMH-Aktie und liegt damit vor Johnson & Johnson und McDonald's auf Platz 1. Du siehst hier bei Preisabschlag, wo die Differenz ermittelt wird, wie viel noch fehlt zum durchschnittlichen Kauflimit unserer Mitglieder. Also das durchschnittliche Kauflimit liegt bei 621 Euro. Und der Kurs bei 627, also der Kurs liegt noch ganz geringfügig um 0,9% drüber. Das heißt, das versinnbildlicht nochmal, dass der Aktienkurs von LVMH schon richtig runtergekommen ist. Und deshalb finde ich das ganz interessant, unter anderem auch, weil ich selbst die Aktie in meinem Privatdepot auch habe und auch im Standarddepot ist die Aktie drin. Und deshalb habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut, soll ich jetzt gegebenenfalls nachkaufen. Und dabei bin ich auch immer auf eine andere Aktie aufmerksam geworden, die ich für sehr interessant halte. Und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Das hier mit kaufenswerte Aktien, also so kommt ihr rein, Aktiensuche, kaufenswerte Aktien, das verlinke ich unten, ist komplett kostenlos, könnt ihr euch auch angucken, gerne inspirieren lassen. Jetzt gehen wir in den Aktienfinder selbst rein und gucken uns jetzt mal das Luxussegment, also die Luxusaktien habe ich hier am Merkzettel gemacht, da siehst du die Luxusaktien, in die du investieren kannst. Und hier fällt auf, fest in europäischer Hand, also eine der wenigen Branchen, in denen die USA nichts zu suchen haben oder nichts zu melden haben, gibt es also tatsächlich alles Dividenden, Aktien und alles auch im Prinzip, die meisten solide Investments, also in die Luxusbranche zu investieren, ist für langfristige Investoren eigentlich eine gute Idee. Man sieht hier auf 10 Jahre den Kursgewinn. Burberry schwächelt, habe ich ja schon Videos zu gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist es keine Seltenheit, dass man hier auf 10 Jahre seinen Kurs vervier- oder verfünffacht sogar hat. Beispielsweise bei LVMH und Moncler beide knapp 400% gemacht. Moncler hat da ein bisschen die Nase vorne. Und die Moncler Group ist auch das Unternehmen, das mir ins Auge gefallen ist, wo noch mehr Potenzial da ist aus meiner Sicht als bei LVMH. LVMH, oder sagen wir mal allgemein, hat die Luxusbranche momentan ja einen schweren Stand, gerade lange Zeit als so der sichere Hafen, nach dem Motto, die Leute die können die sich leisten und da wird der Gürtel erst spät oder überhaupt nicht enger geschnallt, jetzt wird halt doch enger geschnallt und dann gibt es noch einzelne Märkte, die kritisch sind, wie beispielsweise China für LVMH und LVMH hat jetzt aufs erste Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr, also 2023, leicht rückläufige Umsätze und auch sinkende Margen. Also die Umsätze sind um 1,4% zurückgegangen. Und bei meiner Moncler Group sind die Umsätze um 11% gestiegen im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr. Und die Margen steigen auch bei der Moncler Group durch ein starkes Geschäft beim Direktabverkauf, also Direct to Consumer, und, also über die eigene Webseite in erster Linie. Und wir haben hier dieses China-Problem nicht, was LVMH hat. Moncler ist jetzt nicht so breit aufgestellt wie LVMH, aber offensichtlich navigieren sie sich besser durch die schwierigen Zeiten. Und wenn es jetzt hier aber keinen Bewertungsaufschlag für die Moncler Group gibt dafür, dann ist es interessant. Und ihr werdet sehen, das werde ich dann zeigen, es gibt diesen Bewertungsaufschlag nicht.
Gucken wir uns kurz LVMH an, den Qualitätscheck, einfach nur grafisch, mach einfach jetzt nur den bilanzierten Gewinn, das reicht uns an der Stelle. Und da siehst du, dass der Gewinn rückläufig ist und dieses Produkt hier leicht sinkender Umsätze und sinkender Margen und das führt eben zu noch etwas insgesamt stärker rückläufigen Gewinn und dann gibt es hier so ein, wie man sieht, hier so ein Tal und erst im Jahr 2026 soll dann der Gewinn wieder höher liegen, als er im Jahr 2023 war. Auch im Jahr 2025 soll der Gewinn noch niedriger liegen, als im Jahr 2023. Wenn wir uns jetzt dagegen die Moncler-Gruppe mal angucken, dann sieht man hier, da ist der Gewinn derzeit auf Allzeithoch. Auch hier soll er leicht rückläufig sein, aber schon im Jahr 2025 auf einem neuen Allzeithoch sein. Die Margen sind momentan auf Allzeithoch. Warum die jetzt so stark fallen sollen, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen dran. Also ich halte die Analystenschätzungen nach dem, was ich gelesen habe, auch vom Management, für pessimistisch. Oft erscheinen einem die Analystenschätzungen etwas zu optimistisch. Hier bei der Moncler Group erscheinen sie mir zu pessimistisch. Ich weiß jetzt nicht, warum die Margen so stark runtergehen sollten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Gewinn nicht sinkt, sondern entweder seitwärts läuft oder sogar noch weiterhin leicht steigt. Laut Aussagen des Managements auch. Wir haben hier mal eine Dividendenkürzung gehabt, beziehungsweise die ist komplett ausgefallen im Jahr 2020. Aber das ist aus meiner Sicht okay. Das spricht eher für ein vorsichtiges Management. Bei LVMH ist ja weiter gezahlt worden. Aber das ist ja eh schon Schnee aus der Vergangenheit. Also was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass wir hier bei LVMH wirklich einen deutlich stärkeren Gewinnrückgang auch prognostiziert haben, während bei der Moncler Group, die sich eigentlich recht wacker schlägt. Wenn wir jetzt mal die Bewertung uns anschauen und mal in die Multiples gehen, also ich könnte übrigens noch weiter runter, dann sieht man hier, dass wir dann eine sehr solide Bilanz haben. Ich zeige das mal gerade hier. Also fast so liquide Mittel wie zinstragende Schulden. Ne? Und es bräuchte nur etwas mehr als ein Jahr, um die kompletten Schulden, zinstragenden Schulden zu tilgen. Wenn man dann das Ganze mal mit LVMH vergleicht, dann sieht man relativ schnell, dass wir hier eine deutlich höhere Schuldenquote haben. Das Verhältnis von liquiden Mitteln zu zinstragenden Schulden deutlich ungünstiger ist. Nicht kritisch, aber nicht so schön wie bei der Moncler Group. So, jetzt gehen wir mal hier in die Multiples rein, weil ich will erstmal Moncler auswählen. Und gucken wir uns mal an, auch hier nehmen wir den bilanzierten Gewinn, gucken wir uns mal an, wie so die beiden Aktien langfristig miteinander bewertet waren. Also hier, jetzt gucken wir uns noch die LVMH rein, dann gucken wir uns das Kurs-Gewinn-Verhältnis beider an. Und dann sieht man hier, dass die Aktien so lange Zeit eigentlich relativ gleich bewertet waren. Hier waren wir mal Moncler ein bisschen teurer. Dann haben wir hier diese Corona-Sprünge, die kann man nicht, die sollte man mehr oder weniger ignorieren. Dann haben wir die Nach-Corona-Zeit, dann sieht man im Prinzip, sind die Aktien mit den gleichen KGVs bewertet. Also die Unterschiede sind recht minimal und das ändert sich auch momentan nicht. Also die Unterschiede sind recht minimal. Das heißt, es gibt keinen Bewertungsaufschlag für die Moncler Group beziehungsweise keinen Bewertungsabschlag für LVMH, weil LVMH momentan etwas schlechter dasteht als die Moncler Group in der aktuellen Schwächephase oder aus der Herausforderung nicht ganz so gut meistert, sage ich mal. Also die Moncler Group macht es besser. Und das macht das Ganze interessant, weil es eben hier kein Bewertungs-, also weil die Moncler Group nicht teurer ist als LVMH. Wenn ich jetzt in den fairen Wert reingehe, wenn ich das Ganze mal anschaue, dann haben wir bei der Moncler Group, so, ich nehme hier den bilanzierten Gewinn wieder für die Bewertung und dann haben wir hier eine Renditeerwartung von jährlich knapp 15% auf 2026, also das Ende 2026 über etwas mehr als zwei Jahre, insgesamt wären es 35% bis Ende 2026. Und wenn wir jetzt die LVMH mal uns anschauen, auch out of the box, dann kommen wir hier jährlich auf 10,9% bzw. 25% ebenfalls bis Ende 2026. Und das zeigt, dass LVMH durchaus eine gute Aktie ist, aber dass bei der Moncler Group es noch mehr Potenzial gibt als bei LVMH. Das heißt,
Ich beobachte jetzt beide Aktien. Ich habe mir hier Kauflimits gesetzt, die ich auch absichtlich schon über den aktuellen Kurs gezogen habe. Das heißt nicht, dass ich die Aktien beide jetzt kaufen werde. Das heißt, dass ich die jetzt im Preisalarm habe. Das sieht man hier. Die Aktien tauchen jetzt also sofort auf und ich weiß dann hier immer, momentan ist es Samstag, da gibt es keinen Kursgewinn auf einen Tag. Aber wenn es dann unter der Börse, also unter der Woche ist, dann sehe ich halt, wie sich die Aktien gerade entwickeln und kann dann entsprechend, wenn ich möchte, tätig werden. Also ich halte es interessant, wenn man die LVMH hat, wie in meinem Fall, dann noch in die Moncler Group zu diversifizieren. Vielleicht anstatt LVMH nachzukaufen, wer noch keine der beiden hat, kann natürlich auch sein Kapital aufteilen. Auf jeden Fall wäre es mal interessant, die Moncler Group auch ins Blickfeld, ja, im Blickfeld zu haben, weil ich das für eine interessante Aktie halte. Es gibt natürlich noch andere Aktien, die qualitativ hochwertig sind. Im Luxussegment sieht man ja hier auch anhand der Qualitätsscores, die doch recht hoch sind. Gerade bei Dividendenwachstum sind die Aktien schon sehr interessant. Apropos Dividende, die Moncler Group ist aus Italien, da wird also italienische Quellensteuer fällig, sind 26%, davon 15% anerkannt, sind 11% Zusatzsteuer, also über die Kapitalertragssteuer, die deutsche, über die Abgeltungssteuer, die deutsche hinaus. Bei Frankreich sind es nicht 26, sondern 30% faktisch. Für die meisten deutschen Aktionäre macht dann 15% Zusatzsteuer. Also aus dieser Perspektive wären die Moncler Group sogar noch besser als LVMH, auch wenn es nichtsdestotrotz unschön ist, dass man da noch mehr Quellensteuer bezahlen muss. So, das wäre das Video gewesen. Habe jetzt auch allgemein gezeigt, wie man vorgehen kann, um Aktien aus der gleichen Branche zu finden, die vielleicht sogar noch etwas erfolgversprechender sind, in diesem Fall im Luxussegment. Und kannst natürlich gerne Kommentare schreiben. Vielleicht hast du einen anderen Favoriten aus dem Luxussegment. Vielleicht hast du die Moncler Group sogar schon im Depot. Auf jeden Fall wünsche ich dir gutes Gelingen mit deinen Qualitätsaktien. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.